Liebe Geschwister im Seniorenalter, das Grußwort für unseren Podcast spricht heute Priester Werner Gann aus der Gemeinde Mühlacker. Liebe Schwestern und liebe Brüder, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Seniorenpodcast der Neuapostolischen Kirche Pforzheim. Seit ich von unserem Evangelisten in Ruhe, Wolfgang Müller, die Anfrage bekam, ob ich bereit wäre, ein Grußwort zu euch zu sprechen, sind meine Gedanken oft bei euch. Eines wurde mir dabei ganz klar und groß. Wir sind so froh und dankbar, dass wir euch haben. In jeder Gemeinde seid ihr so wichtig und wertvoll. Hierzu ein kleines Erleben. Kürzlich hat unser jüngstes Enkelkind, unser Josia, er hatte gerade seinen 4. Geburtstag gefeiert, seiner Mama erzählt, dass er, sobald das Wasser im Swimmingpool noch ein bisschen wärmer ist, da rein will, auf sein Schwimmtier klettert und von dort ins Wasser springen möchte. Seine Mama war über seinen Wagemut erstaunt und sagte, aber das machst du mit den Schwimmflügeln, oder? Er hielt inne, schaute sie an und sagte, ich möchte, dass der Opa die ganze Zeit neben mir schwimmt. So sehe ich euch, ihr lieben Schwestern und Brüder in den Gemeinden, ihr seid die Begleiter der Kinder, der Jugend, ja aller im Gebet. Wenn wir Brüder einen Dienst verrichten, dann wissen wir, da sind ein paar, die haben schon beim Vater für uns angeklopft. Dafür heute einmal ein herzliches Dankeschön. Ihr seid uns ein Vorbild im Glauben, wie ihr bei allen Veränderungen des Lebens immer wieder vertrauensvoll alles in die Hand unseres himmlischen Vaters legt, das ist begeisternd. Ich denke an einen Bruder, der heute operiert wird, vertrauensvoll sich der Fürbitte anvertraut und Gott darum bittet, die Hände der Ärzte zu lenken, Heilung und Hilfe zu schenken. Eine Schwester, die Operation ist bereits vor über einem Jahr erfolgt und es ist noch nicht so wie gewünscht. Es wird weiter gebetet und vertraut auf Gottes Hilfe. Und jetzt in dieser Zeit, ihr vermisst die Gemeinschaft in den Gottesdiensten, jetzt beginnen diese wieder und ihr gehört zur Risikogruppe. Wartet noch ein bisschen und ihr wärt doch so gerne bei den Ersten mit dabei. Wir sind dankbar über eure Besonnenheit und Einsicht. Ich darf euch sagen, ich werde auch nicht gleich bei den ersten Präsenzgottesdiensten dabei sein. Erfreuen wir uns doch weiter über die Gottesdienste per Video bzw. Telefon. Wir sind dankbar, dass wir diese schöne Einrichtung haben. Sicher, es fehlt uns die Gemeinschaft. Aber, und das ist doch das Wichtigste, keiner wird einen Mangel haben. Als Jesus damals die Jünger fragte, habt ihr jemals Mangel gehabt? Sie hätten auch manches aufzählen können, was sie an Entbehrung hatten. Aber sie gaben zur Antwort, Herr, niemals. Wir leben in einer besonderen Zeit zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten. Wir haben, wie in der Bibellesung an Himmelfahrt vernommen, diese herrliche Zusage, Jesus kommt wieder. Wir gehen dem Geburtstag der Kirche Christi entgegen, dem Pfingstfest, das wir mit unserem Stammapostel erleben dürfen. Geht es uns da nicht wie den Jüngern damals, von denen es heißt, sie waren mit großer Freude erfüllt? Die Vorfreude auf das Pfingstfest, die Vorfreude auf das Wiederkommen Jesu Christi, die Vorfreude auf die Herrlichkeit im Vaterhaus und alles, was da kommt, möge jeden Tag immer wieder neu eine besondere Kraftquelle uns allen sein. Das wünsche ich euch und mir von Herzen. Einen Tag im Himmel leben freuet mehr als tausend hier. Sieh
Sollt ich an der Erde kleben, die nur Trübsal bringet mir? Könnte ich auch 1000 Jahre hier in eitler Freude sein? Wär es gegen jene Ware, doch in Wahrheit eine Pein. Ihr lieben Geschwister, eine Zusammenfassung der beiden Gottesdienste an Christi Himmelfahrt durch unseren Bezirksapostel und am Sonntag, 24. Mai, durch Bischof Rheinberger. Zunächst zum Gottesdienst an Himmelfahrt. Das Eingangslied Nummer 70, auf Christi Himmelfahrt allein. Textwort Epheser 1, die Verse 20 und 21. Unser Bezirksapostel führte aus: Die Jünger waren mit dem Herrn Jesu herzlich und freundschaftlich verbunden. Die Himmelfahrt des Herrn war für sie eine Zäsur. Sie mögen ihm versonnen und in sich gekehrt nachgeblickt haben. Dann traten die Engel zu ihnen und sprachen sie an: Was schaut ihr gen Himmel? Er wird wiederkommen, wie ihr ihn gesehen habt, gen Himmel fahren. Geht nach Jerusalem. Die Jünger fühlten die Nähe Gottes. Diese Nähe verspüren wir ebenfalls. Wir haben ihn noch nie von Angesicht gesehen, aber mit ihm verbunden erleben wir seine Worte: Ich bin bei euch alle Tage. Er, der Herr Jesus, hat den Willen Gottes offenbart. Wie sagte er? Meine Speise ist die, dass ich den Willen tue dessen, der mich gesandt hat. Diesen Willen Gottes wollen auch wir tun. Er bringt den Menschen das Heil. Die Sünde trennt von Gott, das Opfer Jesu verbindet mit Gott. Der Herr hat sich der Herrlichkeit entäußert. Er erniedrigte sich selbst. Er war gehorsam bis zum Tod. Deshalb hat ihm Gott einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, und hat ihm Macht gegeben über alles. Die Heilige Schrift berichtet von der Himmelfahrt eines Henoch und eines Elia. Beide gingen durch diese Himmelfahrt ins Jenseits. Der Sohn Gottes ging in die Herrlichkeit seines Vaters und setzte sich zu seiner Rechten. Dort sah ihn auch Stephanus bei seiner Steinigung. Jesus nimmt Anteil an unserem Leben. Er ist in uns und bei uns. Er sorgt sich um uns und kommt wieder. Das ist Gewissheit. Wir wollen Vertrauen bewahren, auch wenn uns manches Elend umgibt. Der Herr ist allmächtig. Er kann auch Dinge ungeschehen machen. Seine Wege sind höher als unsere Wege. Er war mit den Ausgestoßenen. Gott will allen Menschen helfen. Wir wollen nicht am anderen achtlos vorübergehen. Er hat Sünder verteidigt. Denken wir an die Sünderin, die beim Ehebruch erwischt wurde. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Zur Sünderin aber sagte er: Geh hin, aber verändere dein Verhalten. Die Botschaft der Himmelfahrt für uns: Auch wir dürfen Himmelfahrt feiern. Wir wollen in der Gemeinschaft bleiben, dem Herrn treu bleiben und unser Leben nach dem Evangelium führen. Bezirksältester Herrscher erwähnte in seinem Mitdienen: Der Herr wendet sich uns in Liebe zu. Er kennt die Kranken, er kennt die Sorgen jedes Einzelnen. Er hat auch die Mittel, unsere Verhältnisse zu ändern. Er ist kein Gott der Rache und Strafe, sondern der Liebe. Er sorgt für uns und nimmt uns bei unserer rechten Hand. Er kommt und wird abwischen alle Tränen. Das Apostolat Jesu bereitet die Braut für sein Kommen. Der Herr kommt zur rechten Zeit. Bezirksapostel erwähnte noch: In der Sündenvergebung ist uns Jesus jetzt ganz nahe. Deshalb wollen wir jetzt unser Herz in das Lied Nummer 107 ganz hineinlegen. Dort heißt es in diesem Lied: Hier ist mein Herz,
Mein Gott, ich gebe es dir. Soweit der Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt. Ewig währet da die Wonne, ewig in der Gottesstadt. Die Herrlichkeit zur Sonne und das Lamm zur Leuchte hat. Jetzt noch kann's kein Herz erkennen, wie man Ewigkeiten misst. Noch ein Mund die Größe nennen, die bei solcher Freude ist. Gottesdienst Sonntag, 24. Mai, durch Bischof Martin Reinberger und Bezirksevangelist Lothar Heim. Eingangslied Nummer 398, Wir warten dein, o Gottessohn. Textwort Markus 1, Vers 10. Bischof Reinberger ging zunächst auf das vorgetragene Lied ein. Lass du mich stille werden. Das gilt dem Dienstleiter, das gilt uns allen. Es soll nun Stille in uns werden, damit wir auf das Wort unseres Gottes hören können. Dieses Wort schafft Frieden in unseren Herzen. Wir sind von Gott geliebt. Die Stimme vom Himmel bei der Taufe des Herrn Jesus besagte, du bist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Trotzdem musste der Sohn Gottes viel Unschönes erleben. Versuchung in der Wüste, Verrat durch einen seiner Jünger, geschlagen, zuletzt getötet, aber auch auferstanden. Wie liebt Gott uns? Dabei wollen wir nicht auf das Natürliche sehen. Er schenkt uns ewiges Leben. Das ist die Liebe Gottes. Wir haben Anteil an Jesus Christus, weil er uns liebt. Aber er sagt uns auch, tue Buße, also kehre um. Wir müssen da und dort umdenken und uns zu Gott hinwenden. Die Jünger sagten einmal zum Herrn, als sie von den Menschen nicht angenommen wurden, lass uns beten, dass Feuer vom Himmel fällt. Jesus ermahnte sie, sie mussten umdenken. Der Gottesdienst dient dazu, dass in uns ein Umdenkungsprozess stattfindet. Wir haben die Gabe Heiligen Geistes empfangen. Diese Gabe muss Auswirkungen haben. Erwecke die Gabe, die in dich gelegt ist. Unsere Umgebung muss sehen, dass diese Gabe in uns wirkt. Man sieht das an den Früchten des Geistes. An der Freude. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. An der Geduld. Die Geduld ist eine Tugend. Wir warten geduldig auf die Wiederkunft des Sohnes Gottes. Der Geist Gottes ist in uns auch ein Mahner, das Böse zu lassen und das Gute zu tun. Apostel Paulus sagte einmal, ich ermahne euch, dass ihr mich unterstützt, betet für mich, wir wollen füreinander beten. Der Geist Gottes ist auch ein Tröster. Er sagt uns, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Der Herr hat uns versprochen, wiederzukommen, das ist unser Ziel. Wir wissen, dass wir eine Zukunft haben. Die Kirche Christi hat eine sichtbare und eine unsichtbare Seite. Die sichtbare ist unvollkommen, die unsichtbare Seite ist vollkommen. Gott schafft Heil in dieser Kirche und wird uns vollenden. Bezirksevangelist Heim erwähnt in seinem Dienen. Zunächst ging er auf das vorgetragene Lied ein. Großer Gott und Vater, lass mich mit deinen Augen schauen. Sagte dazu, wir wollen erkennen, was die Länge, die Breite, die Höhe ist. Wir bitten, dass die Gabe des Heiligen Geistes unseren Horizont erweitert. Im zweiten Korintherbrief heißt es,
dass die Gabe des Heiligen Geistes uns zum Unterpfand gegeben ist. Unterpfand bedeutet auch Garantie oder Anzahlung. Bei einem Kauf wird eine Anzahlung geleistet, zum Zeichen, dass es dem Käufer ernst ist mit dem Kauf. Wir wollen es ernst nehmen mit unserer Gotteskindschaft. Bischof Rheinberger sagte noch, wir dürfen jetzt wieder Sündenvergebung erleben. Gott will uns Mut machen, uns nicht verurteilen. Soweit auch dieser Gottesdienst. Ein Gedicht von Priester Michael Busch, Gemeinde Bayernstraße. Gott ist wunderbar. Welch ein wunderbarer König, oh wie herrlich, lieblich, ewig. Ist der allerhöchste Gott, unersprechlich ist sein Wesen, dass er uns zur Braut erlesen, jauchzet dem Herrn Zebaoth. Fröhlich will die Seele springen und dem ewigen Lob singen, denn er ist mein Heil, mein Glück. Aus ihm wird meine Kraft und Stärke, wunderbar sind seine Werke, darum weiche nicht zurück. Harre aus im Wachen, Flehen, glaube fest, das will Gott sehen. Schau, wie herrlich dein Gott ist, der dich tröstet, der dich leitet, der die Herrlichkeit bereitet, wunderbar ist Jesus Christ. Schau, wie herrlich Gott dich führet, himmlisch deine Seele zieret. Mit dem edlen Hochzeitskleid hab Vertrauen, Gott will senden, seinen Sohn, sein Werk vollenden. Auf uns wartet höchste Freud. Auch heute hören wir wieder eine Stimme der Vergangenheit. Es darf geraten werden, zu wem diese Stimme gehörte. Hier auf diesem lebendigen Altar in unserem geliebten Stammapostel sind viele Bitten und Sorgen, aber auch ganz besondere Dankopfer niedergelegt worden. Ich lege gerne mein dankbares Herz dazu. Und ich habe wie ihr nur eine Bitte: Der Herr möge auf dieses gemeinsame Opfer gnädig blicken können und es in seiner Liebe annehmen. Als unser lieber Stammapostel von dem mancherlei Sorgen gesprochen hat, da hat unsere Seele empfunden, er ist nicht als ein Theoretiker zu uns gekommen, um uns darüber einen Vortrag zu halten, sondern mitten aus der Praxis heraus hat ihn sein Weg in unsere Mitte geführt, um jedes Gotteskind mit einem wahren Himmelstrost
zu trösten und zu stärken. Und das tut unsere Seele wohl, nicht, weil es uns etwa freuen würde, dass unser Stammapostel Sorgen hat und dass er das auch kennt, wie das ist, sondern wenn er uns an der Hand nimmt und uns sagt, komm Bruder, komm Schwester, gemeinsam schaffen wir es mit der Hilfe Gottes. Wir hörten eben die Stimme von Apostel Herbert Volz. Er gehörte zum Apostelbezirk Württemberg. Am 27. Februar 1978 gab ihm Stammapostel Ernst Streckeisen den Auftrag, den Apostelbezirk Baden an der Seite von Bezirksapostel Willi Wintermantel mit zu versorgen. Nachdem Bezirksapostel Klaus Sauer am 19.04.1981 die Leitung dieses Arbeitsbereichs übernommen und an seine Seite am 13.12.1981 Apostel Günter Beck gestellt wurde, war die Arbeit von Apostel Volz in Baden wieder beendet. Die drei Siebe. Eines Tages kam jemand aufgeregt zu Sokrates gelaufen. »He, Sokrates, hast du das gehört, was dein Freund getan hat? Das muss ich dir gleich erzählen.« »Moment mal«, unterbrach ihn der Weise, »hast du das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe gesiebt?« »Drei Siebe?« fragte der andere voller Verwunderung. »Ja, mein Lieber, drei Siebe. Lass sehen, ob das, was du mir zu sagen hast, durch die drei Siebe hindurchgeht. Das erste Sieb ist die Wahrheit. Hast du alles, was du mir erzählen willst, geprüft, ob es wahr ist? Nein, ich hörte es irgendwo und... So, so. Aber sicher hast du es mit dem zweiten Sieb geprüft. Es ist der Sieb der Güte. Ist das, was du mir erzählen willst, wenn es schon nicht als wahr erwiesen ist, so doch wenigstens gut? Zögernd sagte der andere, nein, das nicht, im Gegenteil. Aha, unterbrach ihn Sokrates, so lass uns auch das dritte Sieb noch anwenden und lass uns fragen, ob es notwendig ist, mir das zu erzählen, was dich erregt. Notwendig nun gerade nicht,
Also, lächelte der Weise, wenn das, was du mir da erzählen willst, weder erwiesenermaßen wahr, noch gut, noch notwendig ist, so lass es begraben sein und belaste dich und mich nicht damit. Ihr Lieben alle, gerne lade ich zum gemeinsamen Gebet ein. Lasst uns hier die Verbundenheit nach oben zu Gott und die Verbundenheit untereinander erleben. Himmlischer Vater, du bist die Liebe. Du hattest diesen schönen Gedanken, kommt, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Hab Dank. Wir beten dich an. Herr Jesu, du hast die Herrlichkeit verlassen, bist einer von uns geworden, gabst dein Leben zur Erlösung vieler. Hab Dank, wir beten dich an. Heiliger Geist, du herrliche Kraft Gottes, du, der uns erinnert und immer wieder Neues offenbart, du bringst uns immer wieder in die Nähe Gottes. Hab Dank, wir beten dich an. So preisen und loben wir dich, dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Danken herzlich für all eure Güte und Barmherzigkeit. Danken für eure stete Hilfe. Danken für die Geborgenheit, die wir in eurer Nähe erleben. Von Herzen gerne kommen wir fürbittend vor dein Angesicht, himmlischer Vater. Es ist so viel Not auf der Erde. So viel Kriege finden statt. Viele Menschen sind auf der Flucht. Da und dort ist größte Sorge um die tägliche Nahrung. Zerstörerische Krankheiten sind offenbar. Wir bitten dich, lieber Gott, hilf. Deine Barmherzigkeit gilt der ganzen Welt. Hilf den Regierenden, dass sie Entscheidungen treffen, die zum Wohle der Menschen sich auswirken. Viele Menschen sind krank. Wir bitten herzlich auch für Schwester und Bruder, die wir kennen, Operationen erfolgt sind oder bevorstehen. Wir bitten herzlich, lieber Gott, bereite du Gutes. Himmlischer Vater, wir kommen auch mit unseren ganz persönlichen Bitten zu dir. Schau in unser Herz. Du nimmst wahr, was Schwester und Bruder bewegt. Du nimmst wahr, was in der Seele brennt. Dir vertrauen wir unsere Herzenswünsche an und bitten dich, Herr, hilf. Die Planung für die Gottesdienste hat begonnen. Hilf hier den Brüdern in den Gemeinden. Lass alles so werden, dass bei allem anders sein. Großer Friede und große Freude offenbar wird. Wir gehen dem Pfingstfest entgegen, sind voller Freude, dies mit unserem Stammapostel erleben zu dürfen. Wir bitten herzlich. Lieber Gott, lass die Übertragung per Video und Telefon gelingen. Und vor allem, lass dein Wort, himmlischer Vater, in unseren Herzen ankommen und wirken, wozu du es sendest. Es möge uns den Glauben stärken, es möge uns die Hoffnung vermehren und es möge uns einfach gut tun. Wir denken herzlich an unsere Lieben, die in der Welt des Geistes sind. Wir vermissen sie. Wir sehnen uns nach ihnen. Wir wissen sie bewahrt, ja aufgehoben und haben die Gewissheit des Wiedersehens. Darauf freuen wir uns von ganzem Herzen.
Aus dieser Vorfreude kommt die herzliche Bitte: Herr Jesu, du Bräutigam unserer Seele, komm doch bald. Du bist uns herzlich willkommen. Wir haben dich lieb. Himmlischer Vater, Jesus hat gesagt, Zeit und Stunde weißt nur du. Und deshalb bitten wir dich, herzlich, sende ihn doch bald. Wir sehnen uns, bei dir zu sein. Amen. Und hier sind die Bekanntgaben vom 26. Mai 2020. Am kommenden Mittwoch, 27. Mai, findet eine Andacht für unseren Bezirk Pforzheim statt. Sie kann über YouTube empfangen werden. Die Einwahl per YouTube erfolgt über die Suchfunktion mit der Eingabe NAK Pforzheim. Das heißt, der Livestream kann auf derselben Plattform wie dieser Podcast empfangen werden. Wer keinen internetfähigen Computer besitzt, kann sich über Telefon mit den gleichen Einwahldaten wie für diesen Podcast einwählen. Am nächsten Sonntag, den 31. Mai, feiern wir das Pfingstfest 2020. Unser Stammapostel hält aus diesem Anlass um 10 Uhr in Darmstadt einen Videogottesdienst, der weltweit empfangen werden kann. Per YouTube bzw. Telefon können wir unter der jeweils bekannten Einwahl zu Hause an diesem Gottesdienst teilnehmen. Unser Podcast Nummer 11 wird am Dienstag, 2. Juni um 16.30 Uhr am Telefon ausgestrahlt. Der Empfang auf YouTube wird bereits kurz vorher möglich sein. Dies war der Podcast Nummer 10 für die Senioren der Neuapostolischen Kirche im Bezirk Pforzheim. Neben Priester Werner Gann aus der Gemeinde Mühlacker sprachen Norman Denzinger Büchenbronn, Adrian Euchner Birkenfeld, Julius Meyer und Marco Schöpf beide Bayernstraße, Wolfgang Müller Brötzingen, weitere Mitarbeit, Michael Busch Bayernstraße, Winfried Waldhauer Brötzingen, historische Aufnahme, Zentralarchiv der Neuapostolischen Kirche, Musik, YouTube-Kanal Dietmar Wedel, Aufnahmen mit freundlicher Genehmigung von Dietmar Wedel, sowie Seniorenchor der Neuapostolischen Kirche. Pforzheim. Die Orgel der Stiftskirche Stuttgart spielte Markus Dreher aus Mühlacker, Tonschnitt, Friedhelm Carter Bayernstraße und Wolfgang Müller, Sendetechnik, Sandro Kur-Mühlacker und Jens Zimmermann Brötzingen. Gesamtleitung Wolfgang Müller.